Moin Leute, Alex hier. Herzlich willkommen zum Tag 5 des GTG-Trainings. Ich habe das ja gestern schon angedeutet, dass ich hier eine leichte Überlastung im Ellbogen habe. Ich habe gestern und heute den Frontlever ein bisschen weniger trainiert. Das heißt, ich habe es immer alle zwei Trainingseinheiten sozusagen mitgemacht. Manchmal habe ich auch alle drei Trainingseinheiten das nur trainiert. Habe natürlich den Griff geändert, habe das mal im Kammgriff, mal im Neutralgriff trainiert und ich muss sagen, bis jetzt ist es erstmal nicht schlimmer geworden, was schon mal sehr gut ist. Versuche das einfach von Anfang an zu berücksichtigen, ne, dass ihr euch gar nicht erst verletzt. Was auch noch sehr wichtig ist, ich glaube, dass ich mit meiner Intensität viel zu hoch bin. Ich glaube, dass ich über 80% liege, weil zum Beispiel beim Frontlever, ich mache Advanced Tuck Frontlever und naja, nach 20 Sekunden, ich könnte vielleicht noch 4-5 Sekunden halten, das wäre dann aber auch wirklich die Belastungsgrenze. Wenn ihr das erste Mal GTG Training anfangt und das ausprobiert, dann fangt auch wirklich ganz niedrig an. Ja. Fangt ruhig bei 50% an der Intensität. Das heißt, macht vorher mal einen Test, welche Progressionsstufe ihr 40 Sekunden halten könnt und nehmt dann die und haltet die 20 Sekunden lang. Ja. Dadurch, dass ihr erstmal einen Hubschrauber. Hubschrauber ist wieder weg. Dadurch, dass ihr öfter am Tag trainiert und euch immer wieder sozusagen belastet, kriegt ihr vom Gesamttrainingsvolumen, sag ich mal, genug Intensität und genug Reiz zusammen. Ja? Das heißt also, es reicht völlig aus, wenn ihr mit 50% anfangt. Ja? Dadurch werden dann die Sehnen und Bänder nicht so stark beansprucht und die Gefahr einer Verletzung ist eben nicht so hoch. Das Problem beim GTG-Training ist meiner Meinung nach sehr stark mental. Das heißt, ihr habt nie das Gefühl, dass ihr euch wirklich ausbelastet habt. Ja? Ihr denkt immer, ich habe zu wenig gemacht. Das ist wahrscheinlich auch das, was mir gerade so Probleme bereitet, dass ich halt denke, das reicht doch niemals, um einen Trainingsreiz zu setzen. Durch die Summation der ganzen Trainingsreize über den Tag reicht das aber schon. Ja? Seid da wirklich hart und bleibt mit der Intensität unten und zieht das erstmal eine Woche durch und guckt, wie euer Körper reagiert. Okay? Viel mehr gibt es zu heute erstmal nicht zu erzählen. Morgen ist noch ein Trainingstag, da werde ich wieder verstärkt Planche trainieren und Frontlever ein bisschen zurückschrauben. Morgen ist außerdem noch unser normales Training, das heißt, ich werde in den ersten Tagesstunden das GTG-Training machen, dann bestimmt 3-4 Stunden Pause lassen, damit ich dann zum normalen Training noch normal einigermaßen gut trainieren kann. Ich würde morgen einfach auf ein Video verzichten. Am Sonntag ist dann Pausetag und am Montag würde ich dann mal einen Post-Test machen. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ich mache das 2 Wochen lang, ich habe mich jetzt aber umentschieden, noch eine zweite Methode dann nächste Woche zu trainieren bzw. auszuprobieren und das zu dokumentieren. Deswegen gucken wir einfach mal, ob nach einer Woche, was relativ unwahrscheinlich ist, aber ob nach einer Woche schon irgendwelche Verbesserungen eingetreten sind oder nicht. GTG steht ja generell dafür, dass es relativ schnell Kraftzuwächse verspricht, sage ich mal, und dass man relativ schnell mehr Intensität bzw. ein höheres Maximalkraftpotenzial entwickeln kann. Und ja, wir gucken uns das am Montag mal an, wie es mit der Übung aussieht, die ich auch zum Prätest gemacht habe, und werden sehen, ob das länger geht oder nicht. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, genießt die Sonne draußen, es ist schönes Wetter und ja, bis dahin, Alex.